Kapitel 8 Hydropie. Wer ich sein will. Am nächsten Morgen ließen wir uns einiges an Zeit. Das Schiff zum Bergkontinent fuhr erst am frühen Nachmittag und der Weg zur Anlegestelle würde keine Stunde dauern. Dementsprechend hatten wir alle Zeit der Welt, um gemütlich mit Flame und Primrose zu frühstücken und uns im Dorf umzusehen. Darauf hatte natürlich ich bestanden. Ich wollte alte Bekannte wiedersehen oder zumindest Gewissen über ihr Schicksal erlangen. Und dies tat ich auch. Rund die Hälfte meiner früheren Bekannten konnte ich noch antreffen. Von ein oder zwei anderen erfuhr ich, dass es ihnen ebenfalls gut ging und sie nur diesen Ort verlassen hatten. Und andere waren der Apokalypse zum Opfer gefallen. Auch wenn meine wirkliche innere Reise erst nach Bisasams Tod begonnen hatte, hatte sie einst schon an diesem Ort angefangen. Nachdem ich hierher berufen worden war, um die Höhle zu bewachen, dachte ich bereits oft und viel über meine Vergangenheit nach. Damals hatte ich bereits gefühlt, dass mir noch deutlich mehr im Leben bevorsteht. Deutlich schlimmere Qualen als damals schon. Und so begann ich zu trainieren, Tag für Tag. Ein Grund, aus dem ich selbst in verzweifelten Situationen oft gut gelaunt geblieben war. Ich hatte mir Schmerz abtrainiert. Aber mein weiteres Training nach dem Krieg hatte dies weiter geändert. Ich erkannte, dass Schmerzen einen nur stärker machen. Deshalb wollte ich mich nicht hinter meiner immer fröhlichen Hülle verstecken. Auch wenn es den anderen vielleicht nicht gefallen wird, aber das fröhliche und optimistische Pokémon, das sie einst kennenlernten, bin ich einfach nicht. Gegen Mittag ging unsere Reise schließlich weiter. Wir verließen Moring und schritten voran. Schon bald kam das Schiff in Sichtweite. Der restliche Weg zur OGR und somit zu Latios würde nicht schwer werden. Am nächsten Mittag sollten wir ankommen. Das Schiff fuhr am Nachmittag bis zum nächsten Morgen. Danach würde erst der wirklich schwere Teil unserer Suche beginnen. Seemobs. Wenn auch Latios keine Hinweise auf seinen Verbleib hatte, würde das Ganze wirklich eine Suche nach einer Nadel im Heuhaufen werden. Oder sagen wir Erbse, das trifft's von der Form her besser. Es dauerte nicht lang, bis wir uns Tickets gekauft hatten und eine der Kabinen bezogen hatten. Auf ein derartiges Holzboot zu steigen, erinnerte mich an die Erzählung unserer Freunde aus der anderen Welt. Sie hatten immer erzählt, dass auch sie einst auf einem derartigen Boot von Kontinent zu Kontinent gereist waren. Auch lenkte es meine Gedanken auf meine Freunde selber. Hoffentlich hatten Bulbi und Shinux Funken jetzt schon gefunden. Oder es ging jetzt zumindest gut. Auch Latias Reise bot immer noch viele Ungewissheiten. Würde sie Ivy wirklich überzeugen können? Sie musste wohl. Ivy musste die Wahrheit über ihre Blutlinie erfahren. Wir mussten sie ihr erzählen. Aber bisher hatte Latias wohl ohnehin eher wenig erreicht. Sie hatte vermutlich einen Tag gebraucht, bis sie überhaupt in die andere Welt gelangt war. Außerdem war es ungewiss, wo genau das Portal sie überhaupt hinbringen würde. Latias ist keinesfalls dumm, sie würde definitiv erkennen, auf welchem Kontinent sie landete. Aber wie würde sie die anderen Kontinente finden, sollte sie nicht gerade auf dem Waldkontinent auftauchen? Und selbst wenn, sie müsste sich dort ja auch erst zurechtfinden. Auch im Rückblick auf mein Versprechen an Funkenherz fiel mir durch diesen Gedankengang erst wirklich auf. Nicht nur Latias war noch nie in der anderen Welt gewesen, sondern ich auch nicht. Fast keiner von uns, um genau zu sein. Ich bilde mir ein, dass Latios einmal dort war, aber das war es auch. Der Trip mit Funkenherz wäre für uns alle eine gute Erfahrung. Aber ich bezweifle, dass das wirklich noch stattfinden wird nach der Nummer, die sie gerade abzieht. Als wir unser Gepäck losgeworden waren, begann Lord Ecke weiterzureden. Ich muss zugeben, ich hatte nicht erwartet, dass er wirklich das Gespräch vom Vortag noch einmal neu aufleben lassen würde. Aber ich hätte wohl damit rechnen können, dass er eine Weile brauchen wird, um es wirklich zu verstehen. Aber wie sich schnell herausstellte, wollte er das gar nicht. Er wollte mich gar nicht verstehen. Hydropie, ich glaube nicht, dass deine Idee wirklich gut ist. Du weißt schon, nach Nick Rosmer zu suchen, sobald diese Reise zu Ende ist. Was spricht dagegen? Oder willst du, dass Nick Rosmer einfach ohne Strafe mit dem Mord an Bisasam wegkommt? Mit allem. Er hat es nicht verdient zu leben. Wenn du wirklich nach ihm suchst, ihn herausforderst, ist es nicht ein vollkommen unnötiges Risiko?
Es wäre doch besser für alle, wenn er einfach in der Versenkung verschwinden würde. Und mit deiner Suche würdest du ihn gerade dort wieder herausholen. Ihn regelrecht dazu provozieren, uns wieder Probleme zu machen. Was du mir sagen willst, ist, dass ich den Tod meines Bruders nicht rächen darf, weil wir diesen Drecksack-Sohn nicht aus den Augen verlieren. Bist du bescheuert oder was? Glaubst du wirklich, Nick Crossma würde uns je Frieden lassen? Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er wieder zuschlägt. Und ich werde verhindern, dass es so weit kommt. Lord Ecke schien meine Argumentation einfach nicht verstehen zu wollen. Dein Hass macht dich blind, Hydropi. Du darfst nicht so denken. Der Krieg kann nicht immer die Lösung sein. Ach, sollen wir lieber mit Nick Crossma verhandeln? So wie Floink es versucht hat. Oder Shinux. Was soll denn schiefgehen? Ich meine, es ist ja nicht so, als ob Nick Crossma jedes Mal versucht hätte, sie zu hintergehen und zu töten. Einem Verrückten wie Nick Crossma kommt man mit Vernunft nicht bei. Bei diesem Irren hilft nur der offene Kampf. Du weißt genauso gut wie ich, dass auch in Nick Crossma etwas Gutes steckt. Ohne ihn hätten wir die dunkle Materie damals nie besiegen können. Er hat vieles für uns getan, aber ist später auf den falschen Pfad abgerutscht. Aber irgendwo ist Nick Crossma auch noch so, wie Shinux es heutzutage ist. Ein gutes Pokémon. Du nennst mich blind und leugnest selbst die Wahrheit. Alles, was an Nick Crossma je gut war, ist fort. Ob in Shinux oder ganz weg, das ist mir komplett egal. Nick Crossma ist nichts als ein Irrer, der vernichtet werden muss. Und er hat es nicht verdient, am Leben zu sein. Er verdient nichts als den Tod. Und ich werde sicher gehen, dass er ihn findet. Tatsächlich glaubte Lord Ecke trotz allem immer noch, dass er mich tatsächlich belehren könnte. Wenn du dich so von deinem Hass leiten lässt, dann wirst du eines Tages die Quittung dafür bekommen. Lerne von deinen Feinden. Hass wird dich nie weit bringen. Mein Hass wird mich verdammt nochmal dahin bringen, wo ich hin will. Zu Nick Crossma. Und wenn ich irgendwann für meine Taten in der Hölle brenne, ist mir das scheißegal und vollkommen wert, wenn ich weiß, dass dieser Abfall mir dabei Gesellschaft leistet. Für einen Moment verstummte er. Ich weiß wirklich nicht, was mit dir los ist. Was ist nur aus dem Hydropi geworden, den ich kenne? Das bist nicht du. Und du hast mir vorher auch besser gefallen. Dann lern damit zu leben. Das hier bin ich. Und ich war es schon immer. Ich habe nur geglaubt, dass es mich stärker machen würde, mich hinter einer Fassade zu verstecken. Wenn du nicht mit mir klarkommst, dann ist das dein Problem. Ich werde den Weg gehen, den ich für mich selber bestimme. Und auf diesem Weg wird Nick Crossma sterben. Koste es, was es wolle. Weißt du was? Du hattest recht, deine Fassade hat dich stärker gemacht. Weil du mit dieser Fassade noch in einem Team agieren konntest. Wenn du wirklich so egoistisch und rachsüchtig handeln willst, wie sollen wir uns dann im Ernstfall auf dich verlassen können? Woher wissen wir, dass du doch nicht lieber das tust, was du willst und alle anderen dabei außer Acht lässt? Ich kann nicht glauben, dass du dich zwischen zwei Persönlichkeiten entscheidest und diese wählst. Weißt du was? Entscheid doch für dich selber. Wenn du dich so anstellst, dann solltest du deine Reise wohl besser alleine bestreiten. Willst du mir damit Angst machen? Solange wir dasselbe Ziel verfolgen, wirst du nicht gehen, dafür kenne ich dich zu gut. Aber wenn ich das müsste, dann würde ich den Weg auch alleine gehen. Ich brauche keinen anderen, vor allem nicht, wenn sie mir im Weg stehen wollen. Langsam schien Lord Ecke auch von seiner sachlichen, wie er es nannte, Ebene Abstand zu nehmen. Sag mal, was glaubst du gerade, wer du bist? Hältst du dich auf einmal für was Besseres? Hast du all unsere letzten Reisen vergessen? Ohne uns wärst du ein Niemand. Du bist kein starkes Pokémon. Ohne uns hättest du nie etwas erreicht. Du glaubst wirklich, du kannst mir Angst machen, oder? Weil du stärker bist als ich, dass ich nicht lache. Wenn ihr nicht gewesen wärt, hätte ich mich nur schon früher entschieden, meinen eigenen Weg zu gehen. Und ich wäre noch größer, als ich es heute bin. Wenn du Streit suchst, dann gerne. Ich hab keine Angst vor dir. Also, greif mich doch an, wenn du dich traust. Ich hatte bereits erwartet, dass er einen Rückzieher machen würde. Natürlich hatte ich recht. Er wollte sich nicht auf einen Kampf einlassen. Es reicht, Hydropi.
Ich werde mich nicht weiter provozieren lassen. Du musst selber entscheiden, was du tust, aber wenn du dieser Meinung bist, dann sollten wir unsere Wege nach dem Verlassen des Schiffes wohl trennen. Überleg dir, was du willst. Wenn du alleine reisen willst, dann tu das. Ohne weitere Worte verließ er die Kabine. Diese Reaktion schockierte mich, ehrlich gesagt, und half mir ins Hier und Jetzt zurück. Ich war meiner Rage so verfallen, dass ich selber kaum noch mitbekommen hatte, was ich sagte. Später am Abend, als der Mond bereits hoch am Himmel stand, stand ich alleine an der Reling des Schiffes. Lord Ecke war meines Wissens bereits in der Kabine gewesen. Ich brauchte aber noch etwas Zeit für mich alleine. Wie sollte ich weitermachen? Der Frust, der sich über all die Jahre in mir angestaut hatte, begann unakzeptable Form anzunehmen. Lord Ecke wollte, dass ich mich jetzt entschied, wer ich war. Aber wie? Wie sollte ich entscheiden? Es war alles so seltsam. Ich wollte stark sein. Aber wenn ich versuchte, mich stark zu machen, schwächte mich dies. Die Vergangenheit schlug auf mich ein, als gäbe es keine Zukunft. Was sollte ich nur tun? Ich konnte nicht zulassen, dass Nick Schossmann einfach mit dem davonkam, was er getan hatte. An dem Tag, an dem Bisasam starb, schwor ich es mir bereits. Ich würde stärker werden, bis ich ihn eines Tages rächen könnte. Bei unserem Abschied in der Welt der Menschen sagte er mir, dass ich noch eine wichtige Rolle in diesem Team einnehmen würde. Aber wie? Die einzige Chance für mich, wirklich zu zeigen, was in mir steckt, wäre alleine auf die Reise zu gehen. In diesem Team würde ich niemals aufblühen können. Vielleicht war ich inzwischen ein starker Krieger, aber umgeben von Kampflegenden und wahren Helden war ich schwach. Während ich nicht wusste, all diese Gedanken zu verarbeiten, hörte ich, wie die Tür zum Inneren des Schiffes sich öffnete. Ich musste mich nicht einmal umdrehen, um zu wissen, dass es wohl Lord Ecke sein würde. Hydropi, jetzt wo wir beide etwas Zeit hatten, um uns zu beruhigen. Hast du dich entschieden? Es geht mir nicht darum, dich irgendwie zu bestrafen, aber vielleicht hast du recht und du wärst als Einzelgänger wirklich besser dran. Du erwartest von mir eine Antwort auf die Frage, wer ich denn wirklich bin. Aber wie soll ich dir das beantworten? Wenn ich die Antwort kennen würde, dann hätte ich all diese Probleme nicht. Seit Jahren versuche ich, mich selbst zu finden. Ich bin seit Jahren auf der Suche. Und ich weiß nicht mal, ob ich am richtigen Ort nachschaue. Wenn du dich wirklich all die Jahre so gequält hast, warum hast du dann nicht einfach mit uns gesprochen? Wir sind da, um zu helfen. Und wie hättet ihr mir helfen können? Ihr könnt nicht herausfinden, wer ich wirklich bin. Das kann nur ich. Und ich habe einfach das Gefühl, ich halte das ganze Team doch sowieso nur zurück. Und das Team mich. Fast alle von euch sind Legenden, Auserwählte oder Andersberufene. Ich passe nicht in dieses Team. Ich bin einfach zu normal, zu irrelevant. Was kann ich schon beitragen? Ich bin nicht weise, zumindest nicht im Vergleich zu Latias. Ich bin nicht stark, zumindest nicht im Vergleich zu Ivy, Shinux, dir und Günther. Ich bin kein Stratege, zumindest nicht im Vergleich zu dir und Günther. Und schon gar kein Anführer. Ich bin kein Heiler, kein Mensch. Und genau das ist es. Vielleicht bin ich stark, aber ich sehe es nicht, weil ich zwischen euch stehe. Was kann ich dem Team denn bringen, was ihr noch nicht habt? Lord Ecke zögerte nicht einmal mit seiner Antwort. Was du uns bringst, ist mehr, als du einsehen willst. Es war Schicksal, dass wir alle aufeinander trafen. Du warst genau wie wir zu Großem bestimmt. Und weißt du nicht mehr, warum wir uns gerade auf diese Suche machen? Weil wir ein Team sind. Und jeder von uns ist ein wichtiger Teil dieses Teams. Wenn das dein Problem war von Anfang an, dann lass dir helfen. Wir können dir mehr helfen, als du vielleicht denkst. Unser Treffen war Schicksal. Und nur ein starker Bund kann das wahre Innere eines Pokémon freisetzen. Denk doch an Ivy. Erinnerst du dich an das naive kleine Pokémon, das wir damals kennengelernt haben? Und jetzt guck dir an, was aus ihr wurde. Ein stolzes, mächtiges Pokémon. Du hast vielleicht recht, aber Ivy ist die Nachfahrin einer legendären Blutlinie. Sie hat es nur durch uns und vor allem durch Chillast entdeckt. Und darum geht es doch, oder nicht?
Dein Ziel ist es nicht, ein neues Pokémon zu werden. Dein Ziel ist es, die Wahrheit über dich herauszufinden. Dein wahres Inneres. Hatte er wirklich recht? Würde es vielleicht diese Reise werden, die mir endlich aufzeigen würde, was ich so lange suchte? Und war ich wirklich wichtig für dieses Team? Es gab wohl nur einen Weg, das herauszufinden. Gut. Gut, Lord Ecke. Ich werde mit euch kommen. Um auf dieser Reise zu mir zu finden. Aber sollte ich es nicht schaffen, dann werde ich es danach auf andere Weise probieren. Aber bevor es soweit kommt, werde ich euch begleiten.